Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time at Sandrock. Ich sehe gerade, wir wollten eigentlich ja in die Mine, aber wir sind voll vom Inventar. Also nicht voll, aber sehr relativ voll vom Inventar. Das heißt, wir gehen einmal kurz nach Hause, machen unser Inventar ein bisschen, dünnen unser Inventar ein bisschen aus und dann gehen wir in die Mine, weil sonst bringt das ja nichts. Ich sag immer Mine, Ruine. Bringt das ja nichts, wenn wir Ressourcen sammeln wollen. So, erstmal alles sortieren. Okay. Rohstoffe. Da kommt sowas wie Dreck rein. Haben wir eigentlich eine normale Kleidungstruhe? Nee, ne? DLC-Kleidung. Wir sollten vielleicht demnächst mal eine Truhe machen, wo... wo wir dann halt Kleidung reinpacken. Hier ist voll. Hier sind auch Relikte drin. Hatte ich nicht eine Reliktruhe? Die ist wahrscheinlich auch voll. Ah, nee. Ich glaube, ich muss demnächst mal das Inventar hier nochmal managen oder unsere Truhen managen. Ist ja alles voll hier. So. Dann haben wir noch Kupferschrott. Und die Kamera packen wir auch mal kurz zu Relikten. So, und dann müssen wir hier mal die Zeile sortieren. Achso, du kannst sowieso weg. Können wir mir anschenken, da freut sie sich. Warum bist du nicht auf der 5? Hatten wir da irgendwas liegen, was wir nicht mehr haben? So, jetzt versuchen wir es doch mal. Wir brauchen ja ein bisschen Kupfer. Achso, Sandreis hatte ich jetzt noch nicht nachgeguckt. Mache ich gleich mal zwischen den Folgen. Ja, dann betreten wir mal. Wir konzentrieren uns jetzt natürlich erstmal auf Erze. Hey. Denn deswegen sind wir hier. Hey. Ein bisschen Kupfer. Was hat eigentlich G's Spitzhammer? Werkzeugstärke, Grabungsradius, okay, und Bergbauausbeute. Mit Mineralienabbauen besteht eine 5%ige Chance, dass du zusätzlich seltenes Erz fallen lässt. Okay. Also nicht ich, sondern das fallen gelassen wird. Das ist schon mal gut. Der ist sehr gut, der Hammer. Das war vorher nämlich so ein bisschen... Oh, guck mal, wir können mal ein bisschen nach Relikten graben. Vorher so ein bisschen das Problem mit G's Hammer, dass, dass man den zu einem Zeitpunkt bekommen hat, da hatte man halt schon einen Bronzehammer und dann braucht man halt keine Steinspitzhacke. Muss man einfach so ganz ehrlich mal sagen. Wir haben jetzt schon das dritte Teil? Okay. Oh, guck mal, hier sind noch ganz viele andere Sachen. Das ist aber jetzt ein Zufall, dass wir gleich die ganze... Nee, hier kommen wir nicht hin. Okay. So, wo war der Ausgang? Da. Hey.
So, und dann... Oh, wir haben schon fast wieder keine Energie. Am Anfang ist das echt so ein Problem mit der Energie. Aber irgendwann halt nicht mehr. Und auf den Tag freut man sich dann. So, und das Zinnerz würde ich gerne noch mitnehmen. Und dann verlassen wir mal Yoku. Wir müssen mal gucken, wie viele Datendisks wir jetzt haben. 30. Vielleicht können wir sogar beides zusammensetzen. Irgendwie macht mich gerade die... Tut mir leid, aber mich macht gerade irgendwie die Maussensitivität Steuerung. Nee. Ich muss die mal kurz ein bisschen runterschrauben. Besser. Wird schon selbst schlecht vom Spiel. So soll das natürlich nicht sein. Und bei dem Spiel braucht man jetzt natürlich auch nicht super schnelle Bewegungen, muss man ja auch sagen. Also die Kämpfe sind hier ja relativ moderat. Ja, dann ab zum Museum. Und wenn wir Mian unterwegs begegnen, schenken wir ihr den Pickhammer. Freut sie sich. Die Musik ist halt auch mega entspannt, ne? So. Da brauchen wir 10. Und Kamera können wir auch zusammensetzen, brauchen wir auch nur 10. Das heißt, machen wir einmal und... Die machen wir jetzt auch. Und durch die Kamera haben wir jetzt die Kamerafunktion freigeschaltet. Jetzt überlagern sich hier. Also man kann halt wirklich ja, ne? Warte, man kann doch auch drehen. So. Ne? Also wir haben jetzt die Kamera. Das heißt, wir haben sie hier jetzt in dem Menü. So, die können wir dann auch gleich spenden. Wir brauchten sie nur einmal um. Hallo, Museum. Da ist es. Man braucht die Kamera nur, muss sie zusammensetzen, aber aktivieren, um die freizuschalten. Immer das noch. So. Habe ich die ganze Zeit schnell gespeichert, ne? Wie viel haben wir denn jetzt schon gespendet? 2. Boah. Sind richtig gut. Dann ab zu G. Quest am gleichen Tag erledigt, an dem wir sie bekommen haben. Ist auch nicht schlecht. Finally, this is it. 68 degree latitude range. Ultra fine axis controls. It's got to be accurate at least to 7 arc seconds. And do you hear that? Exactly. Silence. But if you place your ear just so, you can hear the motor drive purring like a diminutive kitten. This equatorial mount looks like it could counterbalance a pretty sizable telescope. Which confirms my postulation that the old world metropolis that Sandrock sits upon must have dealt with space-related industries. There must have been some old world observatories under the sand. Now that we have a mount, it only stands to reason that there are also telescopes somewhere in the ruins too. Maybe even rocket engines and starship...
Now I'm getting ahead of myself. Anyhow, I implore you, find a telescope and restore it for science. If you can manage this task, I'll even let you use it. Sometimes. When I'm not using it for research. Or non-research. Perhaps you can use it once a year on your birthday? How does that sound? We can hammer out the details later. Okay, das machen wir später, Gina. If data from the Civil Corps surveys are reliable, I think there might be some telescope parts deep down the Gecko Station abandoned ruins. Not sure how they got into a transport hub. Maybe a few buildings got crunched together back when a calamity happened. Are the Civil Corps letting us use those nowadays? I'll have to check and get back to you. Await my further correspondence by, keeping an eye on your mailbox. Excellent work, Builder. Thank you. That will be all. Ja, bitteschön, G. Ach, ja, ich liebe G einfach. Dieser Charakter ist so cool geschrieben. Einfach wirklich fern jeder Realität. Aber dabei halt so ein bisschen unbeholfen. Das mag ich. Okay, wir haben einen Punkt. In Sammeln. Doppelte Wissenserfahrung. Ah, 10% Chance bei einem Treffer, 2 Punkte Ausdauer zurückzugewinnen, wenn du mit einem Spitzhammer abbaust. Den nehmen wir. Das ist ein super wichtiger Perk. Und jetzt müssen wir mal gucken, wo Mian rumläuft. Ist die in der Wüste oder ist sie bei sich? Gucken wir erstmal bei sich. Und anscheinend haben wir bald ein Festival. Ja, ist ja schon fast Ende des Monats. And that's my story. I understand if you don't want to go riding with me no more, but I really was harboring good intentions. Elsie, come on. You think I just forget all about our good times over one little mix-up? Riding Yakmol, greeting all the little critters? Whenever you drag me out of my shell, I always feel like I never want to go back. But I can't go out all the time. Doing lots of commissions is like my thing, you know? Honestly, nothing stresses me out more than getting behind in my work. I didn't know it was like that. I'm real awful sorry. Yeah, I mean, how could you know? Maybe just next time you're having a problem like this, can you try and find a solution that isn't an elaborate scheme? Okay, I promise. Friends? Friends. Okay, Elsie und Mian haben sich wieder vertragen. Oh, guck mal, Mian hat so viel zu erzählen. Los geht's. Hey, wann ist dein Geburtstag? Meiner ist der 20. Herbst. Wir sollten daran denken, etwas zum Feiern zu unternehmen. Okay, und was hast du noch? Ich habe in letzter Zeit viel mit Sieg gearbeitet. Ich bin erschöpft, mit Dunkel bedeckt und rieche absolut abstoßend. Ich liebe es. Noch mehr. Hey Edgar, seltsame Neuigkeiten. Der mysteriöse Mann will, dass ich das Werbegesicht für die Wassermundnudeln werde. Er sagte, er sei von meiner Fähigkeit inspiriert, dem Gewürz standzuhalten. Aber eigentlich fand ich sie nur irgendwie nett. Scharf, aber nicht zu scharf. Aber was denkst du? Ich bin ein Werbegesicht. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Rampenlicht klarkomme. Aber andererseits bekomme ich so viele Nudeln, wie ich essen kann. So, und jetzt kriegst du auch noch einen Pickhammer. Wo ist er denn? Da. Ja. Wow. Thank you so much. Du verschenkst einfach so Werkzeuge? Ha, da hat sich jemand in letzter Zeit ganz schön ins Zeug gelegt. Bitte, Mian. Bitte, bitte, bitte. So. Ein bisschen haben wir ja noch vom Tag. Wir laufen noch mal ein bisschen in der Wüste rum und gucken, ob wir Sandreis finden. Und jetzt müssen wir erstmal wieder. Guck mal, das können wir mal. Ach Quatsch, wir müssen jetzt erstmal hier Kupferbarren machen. Bevor ich jetzt losrenne. 10. Und wir brauchen mal wieder ein bisschen Saft hier drin. Das war an Sandbären.
Hallo Elsie, du hast dich ja relativ vernünftig entschuldigt. Ich hoffe, du verstehst mich an jetzt ein bisschen besser. Oh, das war knapp. Ich dachte kurzzeitig, wir schaffen es nicht mehr. Oh, das sieht aus wie Sandreis. Wenn wir damit jetzt zwei fangen, dann hätten wir die Quest ja erstmal erledigt. So, Sandfischen. Nein, ich wollte doch... Nein! Das war der falsche Fisch. So, und einen noch. Wir haben keine Energie mehr. Perfekt. Perfekt. So. Guck mal, Owen ist doch bestimmt noch wach, oder? Er ist ein Salonbesitzer, wollte ich sagen. Saloonbesitzer, der muss noch wach sein um 21 Uhr. Ich bin es nicht mehr, aber er ist es. Er ist oben. Die ganze Bar ist voll. Hier, bitte. Danke, Edgar. Sandfisch ist das Grundnahrungsmittel des Blue Moon. Aber wir haben Sandakuda gefangen. Naja, wenn wir nicht genug haben, kann ich dir gar nicht sagen, wie viele wütende Fäuste mir zuwinken. Oh, Owen ist jetzt unser Freund. Ja, sehr cool. Und wir quatschen nochmal mit ihm. Thank you. Hey, tolle Arbeit mit dem Hydrogel. Du und Mian leisten bereits ganze Arbeit. Ich bin wirklich froh zu wissen, dass wir auf euch zählen können, denn wenn es schwierig wird. Aha. Die Wassermundnudeln sind ein Hit. Sie sind jetzt so etwas wie ein Grundnahrungsmittel im Saloon. Jedes Mal, wenn ich sie zubereite, muss ich mich mit allen Fasern meines Seins dagegen wehren, ein Bissen zu nehmen. Ich kann nicht glauben, dass ich die Idee fast aufgegeben hätte. Ja, guck mal, haben wir dir doch geholfen. Hallo, Jen. Ich habe gerade herausgefunden, dass du ein Hydrogel gemacht hast, ohne dass jemand eine offizielle Anfrage für einen Auftrag gestellt hat. Hältst du dich für eine Art Wunderkind, das sich nicht an die Regeln hält? Lass dir das mal durchgehen. Aber du bewegst dich auf dünnem Eis, Kumpel. Dünnem Eis. Okay, Jen. Der ja angeblich unser Kumpel sein möchte. Gemälde. Der kleine König. Ein Held aus den frühen Tagen der Allianz der Freien Städte, während des Ersten Krieges mit Duvos. Angeblich befahl er seinen Männern, den Feind anzugreifen, indem sie eine Bergkette überquerten. Aber er ritt auf einem Faulesel, nicht auf einem Pferd. Ach ja. Das glaube ich kein... Doch. Gemäldekämpfende Ritter. Es sieht aus wie zwei Krieger aus der alten Welt vor tausenden von Jahren. Es ist schwer zu sagen, ob das auf einer wahren Begebenheit beruht oder nur eine fantastische Zeichnung ist. Ich würde mehrere einmal vollschwitzen, wenn ich so eine Rüstung tragen müsste. Oh ja. Ich glaube, Ritterrüstungen sind nicht gerade das bequemste. Gästebuch. Ein Gästebuch aus dem Blue Moon Saloon. Die verschiedenen Gäste haben allesamt hervorragende Kritiken geschrieben. Die Betten waren wirklich bequem. Kataroni? Ein schöner, ruhiger Ort zum Verweilen. Caitlin und der freundliche Ladenbesitzer, der freundlichste Besitzer diesseits der Euphorla, LMG. Okay. Okay. Haben wir hier unten noch jemanden? Ach, Hugo und Elsie. Huh? You're back? Listen, I wasn't joshing. I said I'll let you know how it goes. Now buzz off and go build something.
You'll scare off it. Ich glaube, It ist nicht hier. Hi, Hugo. Hey, ich war vor kurzem auf Sieg's Farm. Du und Mian habt den Laden richtig aufgemöbelt. Man sieht kaum, dass er komplett auseinandergenommen wurde. Gute Arbeit. Take her easy. So, was sagen Katori und Co? Bin sehr froh, dass du diese Hydrogel-Situation gemeistert hast. Ich hatte schon Zweifel an meiner Entscheidung, nach Sandrock zu kommen. Catch you later. Boah, danke für die harte Arbeit, Edgar. Die Feuchtigkeitsfarm war dieses Mal wirklich schwer beschädigt. Ich habe Sieg vor kurzem geholfen, sie in Augenschein zu nehmen. Aber ich hatte trotzdem ein paar Bedenken. Sieht aber so aus, als hätte dein neues Projekt viele Probleme gelöst. Isst du gerade die Wasser-Mund-Nudeln dann, wie? Und Ryan. Aha. Ich wollte mich nur ein paar Tage ausruhen, aber dann hatten mir jeden Tag geweckt, damit sie auf der Feuchtigkeitsfarm helfen konnte. Ich habe gehört, dass du jetzt alles wieder in Ordnung gebracht hast, oder? Die harten Tage sind vorbei. Jetzt kommt der Regen. Das ist aus das dankbare Leben nach dem Tod. Ich schwöre, die haben für jede Situation etwas, Kumpel. Okay. So, genug gequatscht. Wir gehen jetzt ins Bett. Halt runter. So. Und dann können wir am nächsten Tag auch mal gucken, ob wir wieder Aufträge annehmen können. Also können wir bestimmt. Aber wie dort so die Situation aussieht. Aber können wir schon mal einen Kupferstab machen? Das sieht gut aus. So, ab ins Bett. Hey, Owen. Hey, hast du heute Zeit? Ich glaube, es wäre lustig, etwas zu unternehmen. Aha. Ich habe das Gefühl, dass sich in meinem Leben etwas fehlt. Vielleicht wird deine Kamera... Keramikflasche helfen, könntest du mir das bringen? Okay. Willst du spielen oder wie? What's the plan today? I'm open to anything. Lead the way. Okay, dann gehen wir mal eine Runde spielen. Ich glaube, das soll das so zeigen. Also, wir können quatschen, wir können essen gehen. Wir können da hinten spielen. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen noch mal ins Spielezentrum, oder? Ich habe noch gar nicht geguckt, ob sonst was los ist. Nein, das sieht alles entspannt aus. So, das ist einmal für zwei, ja. Wir spielen auf normal. Na Owen, hast du keine Lust? Hängt fest. Warte, hier ist eine Uhr. So. Guck mal, Owen hat 0 Punkte. Wir sind richtig gut. Zu. Ja, Owen hat die ersten 5 Punkte.
Yay! Okay. Outstanding accuracy, strength, and reflex. You've been practicing, ain't ya? Well, you've made a believer out of me. Ja, wir haben geübt. Tatsächlich. Okay, und was gibt's denn hier noch? Muss ich mal reingucken. Die haben auch irgendwie geschrieben, dass sie neue Spiele... Das da? Okay. Habe ich noch nicht zusammen gespielt. Willst du Weltraum-Langfinger? Ja. Oh Gott, da bin ich so schlecht drin. Da wird mich Owen besiegen. Nicht so schnell. Oh, 350 Punkte, okay. Ah, we were so close. Ja. Okay, dann gehen wir doch noch mal. Können wir quatschen mal mit Owen? Oder wir gehen essen. Komm, wir gehen in seinem eigenen Saloon essen. Das ist doch eine geile Idee. Das machen wir mal. Essen gehen. So, wir können Geschenk geben, nach der Arbeit fragen, nach Lieblingsthemen fragen. Fragen wir erstmal nach Lieblingsthemen. Was soll ich sagen? Oh, warte mal. Wir gehen mal kurz zurück. Wir bestellen erstmal Essen. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Punkte wir da noch bekommen. I'm not used to being a customer here. Why don't you help me out and pick what we eat? Ja, machen wir. Tee-Ei, gegrillte Paprikaschoten. Okay. Das. Scharfes Essen. Warum sehe ich nicht was? Warte, das sehen wir doch bei Fleisch. Mal gebratenes Fleisch mit Chili. Und dann nehmen wir noch Kokosmilchgelee und was zu trinken. Und dann. You really know me well, huh? These are all some of my favorites. Come on, try this one. I reckon. Ja, ich glaube wirklich, dass es komisch für ihn ist, Kunde in seinem eigenen Laden zu sein. Wow, wir haben richtig viel Energie zurückbekommen. Gut, dann fragen wir mal nach seinen Lieblingsthemen, nach dem Hobby. Well, these days I don't get out as much as I used to. Say, don't forget to come to the saloon for story night every Saturday. That's when I bring the party to me. So, dann fragen wir doch nochmal nach seinen Lieblingsdingen. Call me old-fashioned, but I prefer stuff that comes straight out of Sandrock. Shop local. Okay, dann haben wir nur noch eins, das heißt, wir können jetzt nur noch das Spielen beenden. Spielzeit beenden. I thought I was good at taking people out. But you really know how to show others you care. I'm glad we had this time to spend together. Ja, hat Spaß gemacht, Owen. Bis zum nächsten Mal. Wir gehen jetzt wieder arbeiten. Wir haben jetzt mich erst das Vergnügen und dann die Arbeit gemacht. So, wie sieht's hier aus? Azubi-Kochstation. 7 Tage, 9 Tage. Wir machen lieber, glaube ich, das erstmal. Die haben alle, also die Farben sind ein bisschen kräftiger.
Und gerade beim Spielen gab es gerade beim Essen ein bisschen mehr Optionen. Ich glaube, die haben so ein paar Sachen einfach ein bisschen überarbeitet noch. Ich darf 2 Aufträge annehmen. Komm, dann nehmen wir noch Fäden, das geht schnell. Okay. Na, Jen? Was ist los mit dir und Mian, dass ihr euch so gut versteht? Ein bisschen mehr Reibung und ein bisschen mehr Wettbewerb. Ja, das ist gut für die Gilde. Okay. See ya. Ich würde aber sagen, bevor wir jetzt anfangen hier zu arbeiten, machen wir einen kleinen Schnitt. Ich gehe mal kurz ins Menü. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin. Ciao, ciao.